Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, in der letzten Gemeinderatssitzung am 24. November 2022 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden Tagesordnungspunkten. Neben formalen Tagesordnungspunkten stand auf der Tagesordnung die Radwegeverbindung zwischen Nussloch und Leimen. Wir alle wissen es ja, die Radwegeverbindung zwischen Nussloch und Leimen ist natürlich nicht optimal und bedarf schon seit längerem einer Verbesserung. Nunmehr konnte es erreicht werden, dass zwischen Nussloch, Leimen und dem Land Baden-Württemberg eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden kann. Die Federführung wird hierbei unsere Nachbargemeinde Nussloch übernehmen und dann wird dieser Weg in der nächsten Zeit entsprechend geplant werden unter festgelegten Standards. Wir rechnen damit, dass dann auch im Jahre 2024 mit einem Bau begonnen werden kann. Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Verabschiedung dieser Planungsvereinbarung zu. Die Tagesordnungspunkte 6 bis 11 befassten sich mit den Ergebnissen bzw. mit den Haushalten der Eigenbetriebe für das Wasserwerk. Bedauerlicherweise müssen wir festhalten, aufgrund der hohen Energiekosten, aber auch aufgrund neuer Reinigungsstufen im Klärwerk, dass sowohl die Gebühren für das Wasser wie auch für das Abwasser und das Niederschlagswasser im kommenden Jahr steigen werden. Wir bedauern dies, wir haben auch alles untersucht, dass diese Steigerung so gering wie möglich gehalten werden kann, aber steigende Energiekosten und steigende Anforderungen finden halt in der Gebühr auch seinen Niederschlag, sodass wir die Gebühr leicht erhöhen mussten. Der Gemeinderat stimmte den entsprechenden Beschlussvorschlägen zu. Unter Tagesordnungspunkt 12 befasste sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan Hartschlacht, zweite Änderung. Es handelt sich hierbei um den Neubau und Teilabriss unseres Altersheims und Seniorenheims Ulla-Schirmer-Haus. Aufgrund der Heimstättenverordnung müssen zukünftig Altersheime Einzelzimmer, im Wesentlichen Einzelzimmer, ausweisen und dies macht einen großen Umbau und Neubau auf dieser Fläche erforderlich. Daher musste der dortige Bebauungsplan geändert werden und entsprechend angepasst werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans. Dieser wird nun in der nächsten Zeit entwickelt werden und in den nächsten Jahren ist dann auch mit einer Bautätigkeit dort zu rechnen. Der Tagesordnungspunkt 13 war sicherlich ein Tagesordnungspunkt, der von vielen Leuten schon seit Jahren erwartet wurde. Es ging um den Rathausplatz bzw. das Programm und Aktion Treffpunkt Leimen. Da ging es natürlich nicht nur um den Rathausplatz, es geht um das Stadthaus, es geht um den Schulhof, es geht um ein Parkdeck. Es geht um den Abbruch und Neubau der Musikschule und gegebenenfalls später auch um den Neubau Anbau an unsere Schule für eine Mensa, aber auch neue Räumlichkeiten für die Musikschule. Es wurde die letzten 30 Jahre kontrovers diskutiert, was auf dieser Fläche stattfinden sollte. Es gab viele Konzepte, es gab einen Bürgerentscheid, es gab auf jeden Fall sehr große, auch teilweise emotional geführte Diskussionen. Diese haben seit der letzten Gemeinderatssitzung ein Ende gefunden. Man kam mehrheitlich dazu überein, dass man entsprechend dieses Projekt Treffpunkt Leimen in die Tat umsetzen möchte. Das bedeutet, wir haben mit Mehrheit, hat der Gemeinderat entschieden, ein Parkdeck unter dem Schulhofgelände zu bauen, ein Stadthaus, dann den Musikschulpavillon abzureißen, deinen Schulhof zusammen mit der Schulfamilie neu zu gestalten und natürlich auch den Rathausplatz neu zu gestalten. Wir haben jetzt eine mehrheitliche Entscheidung diesbezüglich getroffen und es wird auch noch einige Jahre dauern, bis diese Planung vollständig in Realität umgesetzt sein wird. Ich möchte trotzdem alle dazu aufrufen, mitzuhelfen, dass dieses Projekt ein großer Erfolg wird. Ich glaube,
Es gibt natürlich auch einige Gegner, die möchte ich herzlich einladen, bei den nächsten anstehenden Schritten mitzuhelfen und mitzuarbeiten und diese demokratisch gefasste Entscheidung zu akzeptieren. Dann wird dies sicherlich für Leimen und uns seine Bevölkerung ein großer Erfolg werden. Unter dem Tagesordnungspunkt 14 befasste sich der Gemeinderat mit dem AWO-Gebäude in Leimen. Wie Sie ja sicherlich wissen, wird dies zurzeit von der AWO genutzt. Das Obergeschoss konnte aufgrund baurechtlicher Vorgaben in der Vergangenheit nicht ausgebaut werden. Wir haben vor einigen Jahren den Bebauungsplan dort geändert, sodass jetzt ein Ausbau des Obergeschosses möglich ist. Das wollen wir angehen. Insbesondere, wenn der Musikschulpavillon wegfällt, brauchen wir diese Übungsräume, um dort für die Musikschule ihre Angebote aufrechtzuerhalten. Aber daneben soll das nicht nur für die Musikschule sein. Zukünftig denken wir auch an Nutzungen durch Vereine, durch die Stadt selbst oder sonstige Organisationen in unserer Stadt. Unter Tagesordnungspunkt 15 wurde der Haushalt 2023 mit den Eckdaten vorgestellt und in die Öffentlichkeit gebracht. Wir möchten diesen Weg deswegen gehen, damit wir mit den Bürgern, die Fraktionen mit den Bürgern, aber auch mit der Gemeindeverwaltung ins Gespräch über die Haushaltsplanung für das kommende Jahr kommen. Ich bitte Sie alle, machen Sie davon rege Gebrauch. Wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie bei uns vorbei, schauen Sie ins Internet, geben Sie uns Anregungen. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Die Gemeinderatssitzung endete dann damit und die kommende Gemeinderatssitzung wird am 22., die letzte im Jahr, 22. Dezember stattfinden.